zum mittlerweile, glaube ich, dritten Termin, wo wir die Phasen durchbesprechen von der Grippeimpfung. Wer es sich heute anders anschaut, grundsätzlich hätten wir ja hier, wenn man rein auf die Phasen vorgeht, werden wir jetzt auch mal eingehen. Wir haben das Einparteis hinter uns, das heißt, wir haben uns ungefähr mal ein bisschen eingefühlt, um was geht es eigentlich, wer könnte da beteiligt sein, auf was für Faktoren, auf welche Aspekte müssen wir aufpassen. Letztens haben wir gehört, wie kann man schon mal in Richtung in die Fein gehen, wie kann man sich das Problemfeld ein bisschen einschränken, mal analysieren, was sind eigentlich die Kernthematiken, auf die ich eingehen muss. Wir haben von Stefan Zimbara-Methode gehört und geschaut, wie kann man definieren, wenn Stakeholder oder in unserer Folge mehr Personen aushandeln. Der nächste Schritt, der eigentlich ist, wenn man auf die Phasen konkret vorgeht, diese Ideenphase. Und in der Ideenphase ist es so, das ist immer der erste Schritt hin zum Ideen generieren. Erste Lösungsideen. Wir wissen jetzt, was wir durchmessen, wir wissen, wie wir beteiligen müssen. Passt, jetzt haben wir da ein paar Lösungsideen raus. Wie können wir unser Problem, was wir das dann angehen? Und je nachdem, welches Design Thinking Modell man es hernimmt, nachdem man vorgeht, ist jetzt wirklich mal diese Ideenphase. Und dann nachher diese Prototype-Phase. Aber es gibt auch andere Modelle, und nämlich das, was wir auch hier in der Übung verfolgen, was sich an der Universität von St. Gallen orientiert, die diese zwei Phasen, oder spätestens hier diese zwei Phasen, eigentlich miteinander sehr stark verzahnt sind. Das heißt, ich habe da eigentlich ein kontinuierliches Prototypen erstellen, mache anhand dieser Prototypen meine Ideen finden und schaue das an und habe das nicht irgendwie voneinander getrennt. Ja. Da muss man einfach das Prototypenverständnis erweitern. Das heißt, das heißt wirklich von irgendeinem sehr schnell gemachten Paper-Mockup über ein Video, über verschiedene Dinge, die ich da mir überlege oder irgendwie festhalten kann, bis hin wirklich zu einem Stück Software, dem autosynchronisierten Workflow gehen. Das heißt, von dem Prototypenverständnis ist relativ offen, was da drinnen sein kann. Und wir verfolgen eben diesen Ansatz oder diesen Ideenfindungsprozess, oder diesen Lösungsfindungsprozess sehr stark mit diesem Prototyping an sich. Jetzt probieren wir mal was aus, schauen was da rauskommt, schauen wie das ausschauen könnte, verbessern das, wenden das einmal an, holen Sie neue Ideen, das ist eigentlich alles zyklisch aufeinanderfällt. Grundsätzlich, was wir hier in der Übung machen, ist einmal rein auf die Grundlage von dem, von der Problemstellung zu sehen, ist ja eigentlich, wir haben einen bestehenden Prozess. Dieses Lager- und Regalmanagement bei uns im Supermarkt und wir wollen das verbessern. Und das ist eigentlich, wenn man jetzt in Anführungszeichen klassische Geschäftsprozesse oder Business Process Management Literatur reinschaut, eines der wesentlichsten Themen im Prozess, im Geschäftsprozess Management an sich. Das nennt sich dieses Business Process Reengineering, das heißt, bestehende Prozesse zu verbessern, zu adaptieren. Gut. Wieso will ich das denn machen? Wieso tue ich einen Prozess, der besteht, der läuft, anpassen? Das kann verschiedene Gründe haben. Diese Sachen, was die Auslöser, muss man eigentlich immer mitdenken und die beeinflussen meinen Designprozess. Grundsätzlich ist es immer so, ich ändere irgendwas, weil ich ein bestehendes Potenzial hin will. Ich möchte, dass irgendwas schneller abläuft, ich möchte, dass der Prozess billiger abläuft, ich möchte gerne Qualität erhöhen. Ja, wir wollen die Qualität für den Kunden, dass die Waren, die immer da sind und immer frisch sind, zur Verfügung sind, das möchten wir zu einem höheren Prozentsatz gewährleisten. Wir wollen, dass dieser das Nachbestellprozess wir uns Kosten sparen, weil wir weniger Lagerzeiten zum Beispiel haben oder weniger Lager brauchen. Ja. Und man kann aber auch sagen, wir verfolgen generell so eine Continuous Improvement Strategie. Das heißt, wir machen kontinuierlich kleinere Änderungen, kleinere Anpassungen und entwickeln unsere Prozesse mit einem bestimmten Ziel immer kontinuierlich weiter. Das heißt, das können so Auslöser sein, wieso ich mich eigentlich mit dieser Thematik, dieses Business Process Reengineering generell mal befassen muss. Ja? Und wie wir gesagt haben, es ist ja nicht nur das Potenzial, sondern ich habe ja ein Ziel. Das heißt, ich habe neue Kundenmöglichkeiten, die ich adressieren muss mit dem. Das muss nicht immer sein, das muss schneller sein, sondern ich habe auch wirklich neue Anforderungen, die ich bewältigen muss. Das heißt, von der Kundenseite. Ich habe neue Prozessbeteiligte, das heißt, der Lieferant hat vielleicht seine Prozesse umgestellt. Ich habe einen neuen Lieferanten und muss darauf irgendwie reagieren und das propagiert natürlich durch auf meine Prozesse im Unternehmen. Was, wenn die anders arbeiten, wenn andere Schnittstellen nach außen für ihre Kunden bereitstellen, muss ich ebenso als Unternehmer darauf reagieren und muss meine bestehenden Prozesse adaptieren und auf das ausrichten. Ein ganz wesentlicher Aspekt ist auch Technologie. Technologie kann
wirklich ein disruptiver Faktor sein. Ich habe jetzt neue Technologie zur Verfügung, denken wir mal Schlagwort IoT-Devices oder QR-Codes, RFID, was da immer in den letzten Jahren war. Durch diese Technologieentwicklung habe ich jetzt einfach Möglichkeiten, bestehende, meinetwegen auch gelöste Probleme im Unternehmen neu anzugehen und eben durch diese Technologie als Enabler einfach effizienter zu lösen. Also das kann durchaus das erscheinen, aber das Marktreife werden an Technologie da auf, dass er sagt, was, jetzt beschäftigen wir mit unseren Prozessen und schauen, wie können wir aus dieser neuen Technologie einen Nutzen ziehen. Und es kann ganz banal sein, wirtschaftliche Faktoren. Ich muss meinen Prozess sehen, weil ich mir jetzt vielleicht diese Prozessgüte, diese hohe Qualität kann man schlicht nicht mehr leisten. Und ich muss mir überlegen, wie kann ich trotzdem eine annehmbare Qualität aufrechterhalten, aber trotzdem kosten wir das hier. Das sind einfach so diese Auslöser, wieso beschäftige ich mich ein mit der Neugestaltung von Prozessen. Da gibt es so einen klassischen Business Process für Engineering Lifecycle, den aus anderen Bereichen, wo es irgendeine Verbesserung, Anpassung, Entwicklung etc. gibt, im Endeffekt ist immer dasselbe. Ist auch mit der Re-Engineering Lifecycle in dem Fall. Das heißt, ich schaue mir mal an, was wollen wir denn überhaupt verbessern. Ne? Das haben wir eigentlich schon gemacht, bei uns ist das dieser Lager- und Planmanagement-Prozess. Überlegen wir mal diese S-Dis-Analyse, das heißt, ich schaue mal an, wie funktioniert der Prozess jetzt, was für Probleme gibt es in dem Prozess, wo sehen wir das Potenzial, wo kann ich das Potenzial legen. Und dann sind wir eigentlich eh schon hinrichtend dieser Lösungsgenerierung, ich muss mir überlegen, ja, wie soll es denn ausschauen. Und spätestens bei dem, wie soll es denn ausschauen, muss ich das mit reinrechnen. Was sind meine Ziele? Welche Potenziale möchte ich heben? Eben muss ich da mit einbeziehen, dass das auch was wird. Und wenn ich dann ein Lösungsset erzeugt habe, gehe ich Richtung Test und schaue, funktioniert das so, wie ich das vorstelle, und gehe es dann irgendwann mal positiv an, implementiere das Ganze in meinem Unternehmen. Soweit so eigentlich relativ logisch. Und sollte man eigentlich es ja anlegen an diesem Blend und Check Zyklus. Problematik ist aber diese, so einfach dieser Zyklus, jetzt nochmal von Abläufen her klingt und relativ logisch von der Reihenfolge her, gibt es gerade im Bereich dieses Business Process Reengineering ein relativ großes Problem, was dieses Ganze erschwert. Nämlich genau an dieser Schnittstelle von der Analyse, und wie läuft sie jetzt ab, bis zu dem Übergang, wir entwickeln aus der Lösungsansätze, wir schauen, wie soll es denn sein oder wie kann es denn sein, wie kann eine Lösung ausschauen, gibt es einfach eine mangelnde methodische Unterstützung. Und die führt zu folgendem. Wenn ich damals nicht gezielt überlegen kann, was für Lösungen habe ich, und mir da genug Faktoren überlege, führt es eigentlich dazu, dass ich mir nur entweder einen sehr eingeschränkten Lösungsraum ansehe, ganz einfach Viable Solutions übersehe und gute Lösungen relativ einfach nicht berücksichtigen und somit entweder Potenzial auf der Strecke lasse oder ich einfach gar nicht zu einer Lösung von den Problemen habe. Und das nicht ausreichend unterstützt. Und dann haben sich die Leute in den letzten Jahren die Frage gestellt, ja, wie kann so eine Explorierung von diesem Lösungsraum zu einem Ziel gerichtet, in einem entsprechenden Ausmaß von der Optik des Lösungsraums anschauen. Also muss ja klar sein, ich werde eigentlich nie 100% des Lösungsraums ausprobieren können. Macht da keinen Sinn, muss ich irgendwie abgrenzen. Aber das Ganze muss irgendwie zielgerichtet vonstatten gehen, sodass ich sagen kann, was die Lösung, die wir haben, ist auf unser Problem, auf unseren Kontext abgestimmt und erfüllt eigentlich das, was ich haben wollen. So, wenn man sich jetzt anschaut, das Problem ist ja nicht neu, dass ich sage, wie da mal Lösungsentwicklung, hat sich auch in der Praxis, noch gibt es genug Untersuchungen zu den letzten Jahren, so ein Vorgehen etabliert. Das ist im Endeffekt so, wir haben es schon gesagt, so die intuitiven Ansätze. Ja. Im Endeffekt schaut es dann so aus, ich nehme zwei Tage Zeit oder vielleicht drei oder neuerten, schmeiße fünf Leute in den Raum, am besten noch einen Berater auf extern und dann auch nochmal brainstormen. Dann schreiben wir dich was auf, am Ende vom Tag ist keine freie Marke, eine Lösung, die nehmen wir, passt, setzen wir um. Das ist natürlich sehr stark überzeichnet, weil es gibt natürlich durch überlegte Innovationsprozesse auch. Aber im Endeffekt ist es bei diesen Untersuchungen so rausgekommen, dass im Endeffekt sehr viele Unternehmen so arbeiten, dass man sagt, wir setzen uns einmal zusammen und überlegen, was rauskommt, ohne da jetzt wirklich eine methodische Guidance zu haben und zu überlegen, gut, wie kann man das jetzt wirklich konkret zielgerichtet machen. Ja. Und das führt dazu,
zu den Problemen, die auch von den, aus der Praxis einfach berichtet worden sind. Das ist schon so, gut, Sie wissen, Sie haben den Lösungsraum einfach nicht ausreichend ausgenutzt, wie wir vorher eigentlich schon ein bisschen Überlegungen gehabt haben. Oder, was ein ganz interessanter Punkt ist, ist, man geht dann auch unterschiedlich in diese Lösungsfindung rein. Ja? Und das sind einfach verschiedene Faktoren beeinflussen, wie ist das Team zusammengesetzt. Ja? Dass man halt auch extrem viel Technik in einem Team drin hat, dann werden die mit ihrer Brille, mit ihrem Weltverständnis einfach da hinschauen. Die bringen da ein bisschen einen Bias rein, was die Lösung betrifft. Ja? Weil natürlich das, wo sie die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Firmen sind, natürlich diese Aspekte mehr pushen und anders auch aufpassen. Dass du da auf das Team schauen. Und dann ist das Stichwort, was wir vorhin schon gehört haben, mentale Modelle. Wie ist meine Weltsicht der Dinge? Und die bringen natürlich in so einen ganzen Prozess mit rein. Und da ist es dann immer relevant, dass man sagt, wie ist denn das Team aufgesetzt? Ja? Und wie ist überhaupt mein Zugang zu Dingen? Bin ich jetzt der eine Persönlichkeit? Schaue ich das strukturiert? Und all diese Faktoren, die dann in solche Brainstorming-Sessions erschlagen werden, führen eben dazu, dass man irgendwie unausgewogene Feststellungen hat, die einfach nicht dem realen Umfeld der realen Problemstellung entsprechen. Und nicht zu einem ausreichenden Prozentsatz oder so. Und ist man einfach in der Literatur der letzten Jahre draufgekommen, da in der Forschung und Praxis im Projekt sagt, wir brauchen einfach jetzt an dieser Stelle eine umfassende Methodik, ein umfassendes Methodenframework, um eben genau diesen Redesign-Prozess an der Stelle von der Ist-Analyse zur Lösungsgenerierung zu unterstützen. Wie kann ich eben dieses Verwendung, also Generating Process Improvement, wie kann ich das methodisch unterstützen? Und jetzt kommen wir eigentlich schon Richtung Design Thinking. Also es ist ja jetzt so, dass wir jetzt sagen, wir machen Design Thinking, weil es ist so lustig, wenn wir es sonst nicht unterbringen, machen wir es in der PKM, sondern das ist schon eigentlich sehr eng verzahnt mit diesem Hauptthema des Prozessmanagements, des Process Reengineering. Und das soll jetzt da ein bisschen auch diesen Kontext geben, wieso machen wir das, wieso wählen wir diesen Zugang. Und grundsätzlich, ich kann ja auch innovativ sein und innovativ handeln und Lösungen überlegen, ohne Design Thinking anzuwenden. Und es ist ja vielleicht auch immer sinnvoll, diesen Ansatz zu wählen. Im Endeffekt kann man sich mal anschauen, ist es abhängig vom Innovationsgrad, den ich haben möchte bzw. den ich brauche. Mit dieser Design-Thinking-Methode sind wir eigentlich da wieder äußern dran, ich möchte wirklich was Neues erzeugen, ich möchte von für seinen Nullweg eine disruptiv neue Lösung bauen. Wir machen das jetzt anders, wir machen das neu, wir machen das jetzt komplett innovativ. Ja. Kann natürlich auch das anders rangehen. Wie man vorher gehört, wenn man in Richtung dieses Continuous Re-Engineering, Continuous Improvement geht, werde nicht jedes Monat oder jedes halbe Jahr meine Prozesse komplett auf den Haufen schmeißen, jetzt machen wir die Design-Thinking-Session und wir bauen alles um. Sondern da bin ich vielleicht eher da, dass ich mir sage, das werden wir uns morgen kurz anschauen, so Enhancement-Patterns, es gibt einfach so Indikatoren dafür, wo kann ich in die Prozesse reinschauen und welche Verbesserungspatterns kann ich da anwenden. Stichwort haben wir auch bei der Vorlesungsklausur gehabt, diese KPIs, die Key Performance Indicators, Kennzahlen, wenn ich mit dem arbeite und an diesen Hotspots, die da rauskommen, vielleicht als eine Methode mit diesen Patterns arbeiten. Wir schauen uns jetzt aber, wenn man das eher auch häufiger mal in den Vorlesungssachen sieht, eben diesen Design Thinking Prozess an, deswegen so mal die Übung ist mit diesem Mindset reingehen, wir da jetzt nichts adaptieren in dem Sinn, sondern wir schaffen eine neue Lösung für unser Problem. In Enhancement Patterns, das wir jetzt mal gesehen haben, man kann sich das mal anschauen, dieses Scamper-Modell, das ist einfach eine Anpassung auf das für das Geschäftsprozess im Endeffekt. Das heißt, man hat im Endeffekt eine Liste und da kann man natürlich immer schon gehört haben, wenn wir nehmen, die haben ein Prozessmodell als Ausgangspunkt, nämlich diese SIS-Analyse, folgt das raus und schauen wir dann an, kann ich irgendwas streichen? Kann ich irgendwelche zusätzlichen Tasks oder Verzweigungen einführen, die mir irgendwas beschleunigen oder was genauer machen. Muss ich irgendwas spezialisieren? Kann ich irgendwas für gewisse Fälle individualisieren und so weiter und so fort? Das ist einfach ein Katalog, eine Checkliste, die man durchschauen kann. Haben wir das alles überprüft oder ist da vielleicht ein Potenzial dazu? Dann ist es nicht relativ spektakulär, dass einfach, ich schaue mir halt dieses Prozessmodell an und ändere da kleine oder noch kleine Stellschrauben
und gehe immer diesen Patterns vor. Ist natürlich aber durchaus relevant, also ich möchte eben so Schritt für Schritt kleine Änderungen, kleine Anpassungen an die gegebenen Herausforderungen meiner Umwelt machen. Dann ist das nur durchaus berechtigt. Würdest du aber nicht machen, also gebaut ist eine komplett neue Lösung. Stichwort, wenn man in der disruptiven Technologie, dann werde ich auch die Sachen dran kennen, sondern muss schauen, wie kann ich eigentlich diese Technologie Potenzial entsprechend nutzen möchte, weil wahrscheinlich entsprechend auch für Umstände ist, sondern wir eher Richtung Design Thinking, so wie wir machen, gehen. So, was man sich da jetzt mitnehmen sollte, was auch der Link zu diesem Create Something New ist. Ja? Wir sind jetzt eigentlich genau, wenn man sich jetzt an die Phasen von der Vortragsplanung hält, genau an dieser Stelle. Und dieses Create Something New spiegelt sich auch im Vorgehen Design Thinking wieder. Das heißt, ich mache bewusst meinen Lösungsraum am Anfang relativ breit und offen für was auch immer daherkommt. Ja. Jetzt sind wir da. Wir haben uns einmal da gefunden und gesagt, ja, um was geht es denn überhaupt? Wer sind relevante Stakeholder? Wen müssen wir mit einbeziehen und so weiter und so fort? Kann schon mal definieren, das ein bisschen konkretisieren, wie kann das ausschauen, vielleicht was für Schnittstellen, für Kommunikationssachen gibt es und verengern da eigentlich unseren Fokus, aber immer konkreter wissen, was es zu tun gibt. Ja. Wenn wir da mal so weit gesetzt sind, dass wir ungefähr das Gespür dafür haben, was ist unser Problem korrekt, ja? Oder wo können wir mit unserer Lösung ansetzen, machen wir eigentlich genau wieder diese Gegenbewegung und sagen, passt, wir wissen, was es zu lösen gilt, da machen wir jetzt mal einen Cut. Dann sind wir aber relativ offen für das, wie man das lösen. Ja? Und dann kennen wir uns ja von dem schon trennen. Und da ist zum Beispiel, das ist ja zum Beispiel ein Teil von der Abgabe, dieser Dark Horse Prototype, wo wir gesagt haben, wurscht, vergessen wir jetzt einmal im Endeffekt das, was wir vorher gehört haben. Jetzt überlegen wir uns eine Lösung, auch wenn es unrealistisch klingt. Was war denn cool? Was war denn echt eine lässige Lösung? Die sagt, das war eine super Geschichte, wenn das gar nicht. Auch wenn es vielleicht unrealistisch ist. Und macht es einfach durch dieses Gedankenexperiment, auch wenn man das dann jetzt umsetzen kann oder vielleicht mal so teilen, einfach diesen Lösungsraum offen. Und man hat dann auch genau wie gesagt, ich habe ja diesen Prototype. Und ich habe hier einen Prototype, wo ich definiere, was ist denn mein Kern von dem, was ich eigentlich lösen muss. Ja. Kann ich einfach dann hier an dieser Stelle wieder zusammenführen und sagen, was jetzt haben wir aus diesem kompletten verrückten Lösungsraum plus dem, und sagen, das müssen wir auf alle Fälle lösen, weil es einfach sowas gibt wie fachliche Requirements oder Vorgaben von Kunden oder Vorgaben von der Geschäftsführung an sich. Können wir aus dem was bauen, was eine feasible Solution ist und die auch gut für uns passt. Ja? Und deswegen auch immer diese kontinuierliche Prototyping-Phase. Das heißt, ich werde einmal relativ breit immer da sehen. Ja? Das heißt, ich mache mal den Lösungsraum auf und natürlich muss ich damit die Prototypen immer konkreter und fokussierter werden, dass ich eine Lösung habe, die ich umsetzen kann. Ja? Anders wäre jetzt am Sinn von Zielgruppen. Genau. Und wenn man sich dann jetzt in dieser Ideate-Phase wieder gedacht hat, ich habe einen gewissen Input und da haben wir eigentlich schon viel gemacht in den vorigen Phasen. Ja. Ich habe gewisse Prozessmodelle vielleicht. Ich weiß, wann ich ein Es-Ist-Prozess habe, ich weiß auch, wie ein Unternehmen abläuft, haben wir im BPWN dokumentiert. Nehmen wir mal mit, dass ich mal festmachen kann, wie schaut es denn eigentlich jetzt aus. Wir haben uns, wie wir von der Claudia gehört haben, am Anfang, so etwas wie Personas überlegt. Wir haben jetzt, wie gesagt, hoffentlich bitte nicht alle zum Bilder zum Mittelmann gefahren und haben die Leute dort befragt, wie das ins Regal reinmachen. Sondern wir haben uns mal überlegt, na, welche Stakeholder könnten das sein, haben uns mit dieser Persona-Methode definiert, was haben die für Anforderungen, was haben die so für Fears oder Pains im Endeffekt, was wir da auch definiert haben, und uns damals als Stakeholder mal effektiv zusammengebastelt. Die Beschreibung wäre jetzt in den Findungsprozess reinschreiben. Und diese Sachen, die wir da als Vorlauf gemacht haben, die engen oder schenken ihnen einfach diesen Lösungsraum ein, weil sie nicht komplett am Ziel vorbei schießen in meiner Identifizierung. Und natürlich, ich werde das, was ich immer habe, ich habe wirtschaftliche Requirements, das heißt, ich habe vielleicht ein gewisses Budget, ich habe nur einen gewissen Timeframe und natürlich, wie es auch immer ist, es ermöglicht mir nur die Technik, ein bisschen Sachen umzusetzen. Andere Sachen sind die Technologie noch nicht so weit, dass das praktikabel umgesetzt werden kann. Und da braucht man gar nicht an irgendwelche futuristischen Technologien denken, sondern da kann man einfach auch einmal in Richtung Skalierung denken. Ja? Wenn man sagt, gut, für alle egal was das,
aber kann ich diese Technologie auch für meine 100 Supermärkte in ganz Oberösterreich anwenden? Das sind einfach auch limitierende Faktoren, die man dann im Endeffekt überlegen muss, hinten raus. Genau. Und da ist jetzt eben dieses Framework, was im Moment von da rausfällt. Und das sollte sich ja mitnehmen jetzt für die Übungsausarbeitung. Was sollte ich denn eigentlich an dieser Stelle wissen, bevor ich jetzt in diese erste Prototypen-Lösungsidee gehe? Ich muss wissen, was ist mein Ziel? Nämlich hauptsächlich bei uns diese Performance der Menschen. Ja? Wollen wir was schneller machen? Wollen wir was kostengünstiger machen? Wollen wir für den Kunden die Qualität steigern? Was auch immer. Ja? Aber das ist natürlich einen wesentlichen Einfluss auf das, wie ich da mein Prototyp und meine finale Lösung ausschaut. Weil ich das nicht weiß und jetzt vorher mir definiert habe, was ist denn eigentlich das Ziel dieses Re-Engineering und dieses Improvement-Ansatzes, wird es immer schlecht ausschauen hinten raus. Degree of Improvement ist natürlich auch klar, haben wir vorher gehört. Das ist aber schon ein bisschen für uns vorgegangen, was wir machen im Design Thinking. Das heißt, wir sind da eher auf den rechten Rand von diesem Innovationsgrad, wir machen Videos bis zum tiefen Rand. Das ist für uns jetzt vorgegeben. Aber natürlich, wenn ich jetzt in der Praxis da genommen überlege, wie schaut das einfach aus, muss man an dieser Stelle überlegen, welche Methode, welches Problem hat denn Sinn? Was Design Thinking oder mache ich eben inkrementelle kleine Änderungen und wähle dann da die entsprechende Methode aus. Das haben wir uns, das sollten wir uns eigentlich schon überlegt haben, gesagt haben, mit den Personenbeschreibungen, auch ein bisschen mit diesem Business Canvas, wo wir sagen, wer sind denn eigentlich meine Stakeholder, die ich involviere, wer ist denn mein Kunde und so weiter und so fort. Also wenn ich eine Lösung entwickle, wen nehme ich denn da eigentlich mit in diesen Ideengenerierungsprozess? Oder von wem holen wir denn zumindest Feedback? Sind das die Leute, die täglich mit der Lösung, mit dem Prozess, mit dem Produkt konfrontiert sind? Das macht natürlich Sinn. Und hole dann zusätzlich Berater von außen. Sei es Methodenberater, sei es Inhaltsberater, was auch immer dazu. Und dabei zu identifizieren, wer sind denn eigentlich Vertreter dieser Gruppen, die Sinn machen, hier zu involvieren. Das ist einfach ein ganz wichtiger Schritt. Und da ist eben zum Beispiel der Ansatz von Stefan mit der Fahrermethode, wie man gehört hat, ich hole wirklich die operativ Beteiligten an einen Tisch in einen Workshop rein und sage, wie arbeiten Sie derzeit? Wie schauen wir eigentlich die Prozessmodelle oder wie sind eure Abläufe eigentlich aus? Modelliert sich das runter und dann schauen wir, wo gibt es einen Konflikt und wie kann das verbessern. Und auch wie wir vorher gehört haben, was für Inputs habe ich, auf was kann ich denn zurückgreifen? Habe ich irgendwelche Requirements, die von außen kommen? Das heißt jetzt monetär, zeitlich, einfach fachliche Anforderungen, sagen, ich muss das, oder auch rechtliche Anforderungen, sondern die Versicherungsprozesse oder Compliance-Prozesse denken. Was sind denn bestehende Schwächen in meinem Prozess? Also, das sind einfach Sachen, die muss ich angehen. Weil das, ich habe da einen wahnsinnigen Bottleneck in den Prozess, da dauert es furchtbar lang, das Ding auszuführen, da muss ich ansetzen, da kommt meine Lösung nicht dran vorüber. Und nachdem, ob es dieses komplett umgeht und auflöst oder ich diesen Bottleneck auflöse, ist dann eine Sache der Lösungsdesign. Und ein ganz wichtiger Punkt ist trotzdem diese Redesign-Katalysten, also Katalysatoren, die dieses Redesign, dieses Improvement mir einfach erleichtern oder beschleunigen. Und da ist ein wesentlicher Punkt eben neue Technologie. Wenn man sich mal anschaut, was kennt denn eigentlich zum Beispiel für neue Hardware, neue Software, neue überhaupt Ansätze verwenden, um mit dem Problem zu nähern. Also man schaut, ich dekomprimierte Mittel, die wir jetzt immer verwenden, neu und mache dann kurz eine Schau, was gibt es denn was Neues, kann ich komplett aus dem herausstellen, was wir derzeit haben und mir wirklich von außen einen neuen Ansatz, holen. Im Endeffekt, bei uns fallen dann die Prototypen raus und was ist denn unser fachlicher Prototyp, der am Anfang Tag beim Abgabegespräch durchgegangen wird, ist ja nichts anderes als der erste Schritt, wo man ja zu Business geht. Wenn ich mir anschaue, gut, unsere Lösung schaut so aus. Das wollen wir umsetzen. Weil natürlich in Richtung Requirements Engineering gehe, also wenn man jetzt zum Entwicklerteam gehen, setzt das bitte um, müssen wir es natürlich detaillieren, aber dieser Functional Prototype, den es am Ende vom Tag abzugeben gilt, ist ein erster Schritt in diese Specification. Und natürlich kann man, und das ist in dieser Testphase dann, wo
ausschaue auf diese Testphase, mal anschauen, ich habe schon mein erstes Ergebnis, ich habe die Prototypen schon mal getestet, ich habe vielleicht mal einen kleinen Durchlauf, eine Case-Study gemacht, funktioniert das, wie schaut das aus, was für Erfahrungen kann man, natürlich auch am Anfang so ein Topi-Assessment rausfallen. Ja. Da muss man sich überlegen, wie es mein Team auch schon vorgehört hat, was kann ich nehmen, machen wir jetzt wirklich eher so ergebnisoffene Sachen wie Brainstorming oder diesen Brainlamp. Wollen wir strukturiertere Methoden zur Unterstützung auswählen? Kann mein Team oder kann eigentlich dieses Problem, was wir lösen wollen, von sowas wie Design Thinking profitieren? Oder brauchen wir da eher ein bisschen ein strukturierteres Vorgehen? Was jetzt die konkreten Ergebnisse? Das heißt, ist natürlich auch eine Dimension, die man sich an dieser Stelle überlegen muss, wenn man in so ein Business Process Reengineering Projekt reingeht. Und immer wichtig ist Tool-Unterstützung, gerade wenn ich kollaborativ arbeite. Stichwort ist CSCW, Computer Supported Collaborative Work, dass ich mir überlege, wie kommunizieren wir miteinander im Team, wie speichern wir, wie verwalten wir Projektergebnisse, wie dokumentieren wir das. Wenn ich mehr Leute habe, findet eine gemeinsame Lösung, brauche ich wirklich unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten abstimmen. Wie kann ich was modellieren, sagen wir eine Prozessmodellierung? Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich jetzt, auch wenn es zum Beispiel kritische Produktionsprozesse sind und wir jetzt gerade an einem Projekt am Arbeiten sind, wie kann ich das simulieren? Wir machen das der Prozessentwurf oder Prozessinnovation in einem Fertigungsunternehmen. Dann möchte ich das eigentlich relativ einfach, relativ schnell einmal testen können, schauen, funktioniert das überhaupt so. Und testen im Sinne von, ich simuliere das wirklich und schaue, dass ich eigentlich realitätsnahe Daten dahinterlegen kann. Passt diese Prozesskonstellation, passen sie also die Führung Komponenten wie zusammenspielen, funktioniert das so, wie wir uns das vorstellen und ich kann das simulieren. Und der andere Aspekt, den man sehr gerne überlegen kann, sind so wie genannte Business Process Repositories, wo ich zum Beispiel eine Prozesssammlung habe von einem gewissen Fachbereich, das heißt nämlich medizinischen Prozesse, im Krankenhaus, wenn ich das zum Beispiel praktiziere, wo ich mir vielleicht schon bestehende Lösungen rausholen kann und die dann zum gewissen Grad customize und eher einfach im Prinzip die Anpassung mache oder Großteil schon einfach aus etablierten Lösungen herausziehen kann. Ich sage, dass man auf alle Fälle für die Übung braucht, wie sie jetzt wissen, was wollen wir gerne. Ihr habt euch überlegt, wer seine Stakeholder involvieren muss. Logischerweise folgt dann aus dem eigenen Input raus. Und ihr müsst euch überlegen, wie sieht denn konkret unsere Dokumentation, unsere Prototypes aus, die dann am Ende von der ersten Phase erstellt werden. Wie dokumentieren und spezifizieren. So kann man dieses eigentlich auch als Guideline für die kommenden Übungs- und Prototype-Erstellungsphasen der Übung sehen. Wenn man das berücksichtigt, diese Dimension also mitnimmt, glaube ich, kann man jetzt nicht am falschen Weg sein, dass man im Bock das Ergebnis bietet. Ein letzter Punkt noch, nur das, was man gehört hat. Wenn ich natürlich mir diese Arbeit antue und sage, ich gehe jetzt in so ein bisschen großes Engineering-Projekt rein, in ein Innovationsprojekt rein, dann muss ich mir immer vor Augen führen, was haben das für Auswirkungen auf das Unternehmen, auf andere Abläufe. Ja? Ihr kennt vielleicht die Impact-Analyse, kommt eigentlich aus dem Softwareentwicklungsbereich, findet da aber auch Anwendung, dass ich nochmal zusammenschreibe, welche Softwarekomponenten habe ich denn eigentlich, welche Prozesse habe ich denn eigentlich und wie bauen die aufeinander auf, welche Schnittstellen haben die, ist da eine vorgelagert, nachgelagert, wird das Ergebnis von einem Prozess aufgegriffen und vom nächsten verwendet und was passiert eigentlich, wenn jetzt konkret diesen einen Prozess ändert. In wenigsten Fällen ist es so, oder in fast keinen Fällen, wenn ich den einen Prozess ändere, dass das nirgends für Auswirkungen auf keinen anderen Prozess hat. Weil sobald ich das Prozessergebnis verändere, die Durchlaufzeit anders wird, kann das natürlich Einfluss auf andere Prozesse, auf andere Vorgänge oder auch auf andere, in der Richtung Softwarekomponenten, die wir im Unternehmen haben, die ich berücksichtigen muss, wenn ich das durchführe, die vorgeschlagene Änderung. Und auf der anderen Seite, gibt es dann so etwas wie eine Force-Field-Analyse, wo man überlegen muss, wenn ich so etwas wirklich in Umsetzung bringe, welche Kräfte im Unternehmen immer noch sind, so würden diese Änderung begünstigen und welche
Kräfte sind denn aber gegen zum Beispiel sowas wie Kostenpunkt ist ein Thema. Die Mitarbeiter sind nicht unbedingt technologieaffin und fürchten sich vor den Änderungen. Ja? Und ich muss mir das immer vor Augen halten, dass ich kann eine coolste Lösung haben für das Problem. Wenn die Unternehmenskultur oder die Organisationsstruktur das nicht mitträgt oder gar nicht die Mittel hat, mehr es nicht umsetzen können. Ja? Und da muss ich das einmal vor Augen führen, wenn es mein Interesse ist, wenn man das jetzt noch da näher in diese beiden Methoden reinschauen. Was ich euch geben kann, sind jene vier Papers, wo man gerade eben in diesem hier konkrete Handlungsvorschläge findet oder konkrete Sachen, die man einfach beachten muss, wenn man in der Situation sagt, wie ihr, hinsichtlich, ich muss einen Prozess neu entwerfen, muss den innovieren, auf was muss ich denn schauen, wie kann ich das auch begründen, was ich tue. Das ist also sicher eine gute Quelle, genauso die anderen Sachen, und hier noch der Link auf diese Change-Analyse. Gut, das war jetzt eigentlich inhaltlich zum heutigen Termin. Wir können gerne noch offene Fragen diskutieren, was jetzt die weiteren Schritte sind. Können wir entweder ein Plenum machen oder dann nachher, wenn es irgendwie konkreten Sachen sind, die wirklich nur eine einzelne Gruppe betrifft. Wenn es irgendwelche allgemeinen Umständigkeiten gibt, dann würde ich es gerne Plenum diskutieren, dann haben wir alle was davon. Ja, jetzt, was ist jetzt konkret der nächste Schritt, also wie der Prototyp, das habe ich nicht ganz mit, ist das Framework war halt, dass wir jetzt spezifizieren, wie wird das allgemein zum Ablauf bauen, die Prototyp, aber wie der nächste Prototyp genau zum Ausschauen hat? Nein, die Prototypen an sich, die es abzugeben gilt, ja. Die sind ja komplett definiert und da kann man sich ja an dieses Modell halten. Ja? Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen auf alle Fälle, und das sollte dann, ist folgerichtig der nächste Schritt, den sie machen soll, das haben wir jetzt bei unserem Schraubenschlüssel-Symbol, das wäre jetzt Security Function Prototype. Ja, und in welcher Form der gegeben ist, kann man nicht vorschreiben. Das kann mit Post-it was zusammengewickelt sein. Da haben wir ein paar Methoden, wir können im Browser was aufschreiben, wir können was aufmalen, wir können einen Slasher machen. Ja. Wichtig ist nur, dass hier festgehalten wird, was sind wirklich die Kernaspekte, die Kernaufgaben, die Kernfunktionen, die mit unserem neuen Prozess umgesetzt werden. Man sagt, gut, das muss der Prozess auf alle Fälle kennen. Okay, ich sage einfach mal, ja, das wird automatisiert, aber ich muss dann nicht konkret genau beschreiben, wie jetzt das so automatisiert wird. Muss man sagen, das machen wir. Das ist das Mindestmaß an Sachen, die wir machen müssen. Okay. Brauchen wir gar nicht vielleicht, wie du sagst, eine Lösung vorlegen. Ich muss sagen, am Ende vom Tag, das müssen wir umsetzen. Haben. Und das kann ich irgendwie dokumentieren. Das ist ja, ich hoffe, ich kann ein Slideshow machen oder das, ich kann ein Video machen, ich kann was schreiben, ich kann was malen, ich kann was modellieren. Ich kann da einen Vorschlag machen. Ist schon ein Prototyp in dem Sinne, muss man festhalten. Da haben wir gesagt, hätten wir gern, wenn wir mal wissen, was wir im Grunde machen müssen, aber es so zumindest eins so ein Tag vor, wo wir gesagt haben, denken wir mal, klären wir Feasibility aus und denken, was war da cool. Da haben wir dann in der ersten Folge so ein paar Beispiele, wie das ausschaut, was das so ein Prototyp in die Richtung wird. Aber so gut, überlegen wir uns mal, was war lässig, war das kleiner, und wenn es dann Kosten, Zeit, Geld, Technologie denken und dann zumindest einmal das einmal zusammenfasst und sagt, gut, dieser Frage gesagt, was ist denn realistisch, was können wir umsetzen, einfach die Synergie aus beiden vorhergegangenen, festschreiben, was war denn das, von hinten raus den Function-Prototype, wo wir dann wirklich das in Abgespräch interaktiv durchstellen wollen, die Lösung, die wir da haben. Der Function-Prototype muss auch eine Linke umdenken, also sagen wir BPMN oder so. Kann alles sein. Es muss nur irgendwie interaktiv mit uns durchspülbar sein. Und wenn man das so macht am Ende vom Tag, dass ihr jedem von uns einen Pool in die Hand druckt und wir lesen uns das sozusagen interaktiv vor. Ist das auch ein interaktives Durchspielen, aber schon auf einem Detailgrad, wo man sich vorstellen kann, wie eine spätere Umsetzung ausschaut. Und da reicht es nicht, wenn man sagt, bestellen. Ja. Also Bedarf aufgetreten, bestellen, einräumen und Ende. Das ist zu wenig. Das sollte man schon Richtung, also dieser Function-Prototype geht dann schon in die Richtung, sagt, wie wird das jetzt wirklich konkret am Ende vom Tag umgesetzt. Das ist der letzte, was ist wirklich da? Das ist der da im Schweizer. Was hast du das gehört? Ja, danke. Bitte.
Das heißt, um das aufzugreifen, das heißt, wir müssen nicht sagen, das war unser Problem, sondern wir spüren den Prozess durch und da ist immer rumspricht und legal ist, kann immer der Rhythmus bleiben. Mit dem Prozess dann optimal laut wird. Nur mal kurz, ich glaube, zum Verständnis einmal. Das heißt, es ist so ein Modell und Instanz oder Klasse Objektfrage, das sind diese Doritos, das ist nur ein Beispiel. Ja. Wir dann jetzt nicht Doritos kaufen, sondern wir wollen, dass unsere Regale voll sind. Ob das jetzt Kaffee ist, Chips, Obst, Gemüse. Das wollte ich jetzt sagen, ist jetzt irgendwie eingegrenzt, weil ich muss da eigentlich einen momentanen Prozess machen, was so ist, ich muss Gemüse schauen. Gemüse wird jeden Tag frisch bestellt, ich werde jeden Tag wieder eingegangen, ist jetzt kommen da aus dem Handel. Ja, ist grundsätzlich richtig, wir haben mal in der ersten Folie drin, also in der Aufgabenstellung drin, so Sachen wie Verwerblichkeit, Dauermaß. Also kann jetzt da ähnliche Produkte wie Chips einmal. Ja, also da kann man vorausgehen, deswegen war das Chips-Beispiel, ob das jetzt auch noch länger egal ist, oder ist mir wurscht. Bei einer Milch ist das vielleicht auch anders. Aber das kann man mir ausmachen. So. Der zweite Punkt war generell zum Problemfindung, dass wir uns für die Lösung auf ein Problem glauben. Das Problem unter Anführungszeichen, das ist definiert im Sinne des Zeichens, muss da sein. Das muss ein Regal sein. Das ist das Problem. Ja. Dann sagen wir so einen Fehler, wir finden einen Fehler, der hat einen Endpunkt gemacht. Und dann sind wir einfach oben, man geht über diese Potenzialschiene und sagt, hätte ich darf gerne das sehr kosteneffizient machen. Und konzentrieren wir darauf, wo können wir Kosten oder Aufwandszeiten einsparen oder wie können wir das relativ schnell machen. Ja? Einfach, dass die so ein Potenzial herausnimmt, ja, und sagt, passt, auf das fokussieren wir uns. Ist natürlich auch was man funktioniert, wenn man jetzt vielleicht etwas sehr schnell machen würde mit einer sehr hohen Qualität, wird es dafür immer eine Kostenbewegung sein. Ja, aber sagt, man nimmt sich eins raus und sagt, passt, das schauen wir uns an, wie man das entsprechend der Innovation anbieten könnte. Aber Problem bleibt für alle gleich, es muss im Supermarkt die Produkte für den Kunden zur Verfügung sein. Ja. Was jetzt aber der Innovationscharakter ist, ob das jetzt die Kosten sind, wie wir es jetzt da haben, ja. Eben, Performance der Menschen, das ist eigentlich das. Da kennst du das Bild, das kennst du viele Höhen, ich schreibe bitte, wir fokussieren uns auf das, und auf das bekommen sie alle anderen Vorgehensweisen, wie das Team macht. Gut. Wenn keine Fragen mehr sind, dann sollten wir belassen. Und ja, passt. Schönen Nachmittag und genießt das schöne Wetter.